So, denn starten wir auch Sunny Meadow diesmal auf einfach auf Anfänger. Und guck mal, ob wir da zum einen den Geist herausfinden können. Ja, moin alle, wie groß die Karte aussieht. Zum anderen eventuell die Mysterien über die Affenpfote herausfinden. So, ja, die Karte, wie gesagt, ist groß. Ich wollte gerade Hasenpfote sagen. Ja, ne, es ist eine Monkey. Wo ist überhaupt Strom? Wahrscheinlich unten. Ja. Erstmal zurechtfinden. Ich sehe dich nicht mal auf der Minimap laufen. GTF, ist das laut? Los, komm rein hier, hopp. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Noch haben wir die Schonfrist. Aktuell kann eh nichts passieren. Oh, dann muss ich mein Fenster noch komplett zumachen, sonst sehe ich gar nichts. Ja, moin. Na, hier kann man sich verstecken, hier hinter, zum Beispiel, hinter dem Schrank. Hier ist zum Beispiel so ein Ding. Als Beispiel. Eigentlich, da. Boah, da, lest die Karte mal. Also kannst du hochnehmen, ja. Ich wünsche mir, den Geist zu sehen. Ja, das ist zum Beispiel einer der Wünsche. Journal gucken? Ja, es kann sein, dass es noch nicht drinne steht, weil es, glaube ich, erst doch, Ende... Steht ja, weil sonst wird es nämlich erst Ende der Runde aktualisiert. Hm. Weil ich hatte, jetzt mal unabhängig davon, unabhängig davon, was hier für Karten sind, ich hatte irgendwie mir, glaube ich, Regen gewünscht gehabt und dann hat es geregnet. Tatsächlich. Ich zähle legit gar nichts. Sehr ausreichend. Ah, hier ist eine Karte. Ich wünsche mir irgendetwas. Ah. Aber das zum Beispiel steht nämlich jetzt nicht dran. Ne? Da bin ich mir nämlich nicht sicher, als Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob es beide aufsammeln müssen oder ob sie, wie gesagt, Ende der Runde aktualisiert wird. Oh, ich glaube, die mal in... Ich schon. Der liegt direkt im Flur vorne. Direkt vor dir. Liegt die auf dem Boden. Wow. Ah, das. Ich wünsche mir irgendetwas. Nee, steht nicht da. Nee. Ja. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Aber hier der Bereich ist weggeblockt oder konnte man dann noch nie hoch? Bin ich mir nämlich nicht sicher. Aber hier runter kann man. Das ist aber eine Bereich. Da geht's runter. Da geht's runter. Strom. Da geht's runter, ja. Und man kann sich unter der Treppe verstecken. So, weil hier ist nämlich zum Beispiel auch wieder eine Karte. Zum Beispiel, ich wünsche mir Aktivität. Aha, da stehe ich sogar drin. Okay. Dürfst du wieder den Flur? Aber dann muss ich es hier ganz mitnehmen. Dann lege ich sie hier weiter hin. Hier ist ein Rollstuhl. Da lege ich sie drauf. Die ist ein Ticken mehr ins Gebäude rein. Ich habe so eine Karte gefunden. Ich wünsche mir Sicherheit. Ach, hier Strom. Ja, da war... ich hatte mir ein Video dazu tatsächlich nebenbei mal angeguckt. Da war derjenige sich auch nicht sicher gewesen, was das bedeuten soll. Weil so würde ich jetzt auch sagen, ich wünsche mir Sicherheit. Ja, keine Ahnung. Verschwindet, kann man es beim Hand benutzen? Oder... Also, weil das ist ja so das Naheliegendste, das ich wünsche mir Aktivität. Funktioniert. Ja, da werfen die mal fertig auf den Boden runter. Jetzt habe ich irgendwo mein EMR fliegen lassen. Ich glaube, ich bin EMR fliegen lassen. Ich denke auch, dass unsere Sanity demnächst übelst im Keller sein müsste. Also, oder was jetzt demnächst? Ich weiß nicht, ob diese Sicherheitsphase, ob da vorher die Sanity schon runtergehen kann, weil wir hatten 5 Minuten Sicherheits,
Zeit. Jetzt ist Strom an. Ich glaube, Strom war die ganze Zeit schon an. Das kann sein. Auf Anfänger kann das schon sein, dass er verloren ist. Da muss immer Licht anmachen. Da habe ich ein Geräusch gehört. Ich höre dich teilweise hier oben laufen. Und eins der Verstecke habe ich auch schon gefunden, aber. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Es dauert wahrscheinlich, bis der Geist kommt, mal so auf Anfänger, aber. Geben tut's ihn trotzdem. Genauso kann er dich auch töten. Ah, ich habe einen Knochen gefunden, das ist schon mal nice. Das nebenbei zu finden. Und das Objekt haben wir aber auch noch nicht gefunden. Ne, hier war so ein Geistergeräusch. War hier. Aktuell sind meine Temperaturen auch noch alle Roger. Bei mir ist er also nicht in der Nähe. Hey! Irgendwas? Wir haben Stream gehört, ja. So ein Geräusch gehört, so anders, so ein Bewegungsgeräusch. Ich habe einen fucking Scream gehört. Hier geht's einfach nochmal in den Keller runter. Und hier geht kein Licht. Warum geht der Lichtschalter nicht mehr? Weil er, glaube ich, gerade Sicherung rausgeworfen hat. Das wäre schlecht, ja. So weit hier entfernt war ich auch noch nie. Ich habe gerade einen zweiten Trepp auf einmal gefunden. Und gruselig. Ja. Ein wenig. Vor allem mit dem ganzen Achro-Gedöns. Und ich stell dir jetzt nachts vor, nur in-game reden. Ja, das schon, wäre schon heftig. Ich stell das mit VR vor. Das wäre. Ich bin nächste Karte gefunden. Ja. Ich wünsche mir, dass der Geist gefangen ist. Musst du irgendwie merken, wo sie liegt oder irgendwo. Ich bringe sie schon wieder zum Rollstuhl vor. Weil ich mal Sanity checken will. Ich habe hier 8 Grad auch. Das ist bis jetzt der kälteste Raum. Ja gut, aber Sicherung muss aus. Ah ja, egal, mach sie wieder an. Aber ich kann mich hier auch verstecken. Ich hatte gerade oben was umgeworfen. Ist ja auch Anfänger, wer hätte damit bloß gerechnet. Ich bin an dem EMF losgeworden. Ich habe den Rollstuhl wieder erreicht. Ja. Bin noch hier unten. Also meine Sanity ist noch bei 82%, deine ist bei 85%. Das geht ja noch. Ich denke, das ist ja schon schlimmer. Also auf anderen Schwierigkeiten wäre es auch schlimmer. Und trotzdem könnte ich ein Team in jetzt handeln. Bei über 80%? Weiß ich nicht. War es nicht bei 80? Wir waren ja bei über 80. Wir waren noch bei 85 average. Dann eben demnächst handeln. Hey, moin, das ist George. Ich würde fast abgebogen zum Runden gehen. Bei hier unten sind auch immer noch diese Türen. Ich frag mich da auch immer noch, was das genau bedeutet. Also es gibt ja diese Türen, diese Zwischentüren, die abgeschlossen sind. Und die werden auch beim Hand geschlossen. Das heißt, teilweise, ja, war das so, dass ja damals, als die Map rauskam und wir die gespielt hatten, dass der Geist die Türen quasi beim Hand hier unten zum Beispiel geschlossen hat und dann auch nicht mehr durchgekommen ist durch die Türen selber. Und später war das irgendwie so, dass er dann doch durch die Tür durchkam. Aber du quasi nicht. Ja. Das heißt, du warst immer in dem nächsten Distrikt quasi unten eingesperrt. Ich wünsche mir Leben, habe ich gefunden.
Ja, ist bestimmt mehr Sanity kriegen. Ah, hier ist die Sicherung. Also wohl. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ich habe die Treppe da oben gefunden. Bei der Sicherung. Ich versuche gerade wieder zum Rollstuhl zu kommen. Ich bin beim Rollstuhl. Das ist gerade mein Problem. Ja, welche Richtung musst du denn lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Ich hab den Weg nach draußen gefunden. Hast du? Ja, jetzt bin ich in der Mason, nicht im Haus irgendwie. Hey. Das ist ein Garten draußen. Ach so, ja, ich weiß, wo du bist. Glaube ich. Ja, ich bin auch draußen. Ah, da ist er. Oder nehmen wir nur eine Spiegelung, doch, ist er schon. Da hinten, da ist der Eingang. Da. Es fehlen theoretisch noch 1, 2, 3 oder 1. Je nachdem, ich weiß nicht, wie viele das waren. Also weil irgendwie, also normal musste eins dabei sein mit Regen oder so oder Wetter. Oder man hat mehr als nur die da stehen. Also weil hatten wir ja schon, die eine wurde ja gar nicht eingetragen. Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher. Wo hat der irgendwelche Sachen gemacht? In dem ganz langen Gang. Ja, rechts oder im linken? Die Seite. Aber ich muss ja immer noch rausfinden, wo der Geist ist. Auf der Seite, wo ich irgendwo mein EMF liegen ablassen. Ja, das ist so eine Tür, die abgeschlossen werden wird. Das ist das Problem. Nein, fuck, ich bin verdammt abgebrochen. Fuck me. Sobald er jetzt huntet, bin ich ja eingesperrt. Ah, der. Aber da hinten war ein Sound. Ja, hier. Ja, der ist es mit dem ganz hinten, ist nämlich mal. Ja, weil da ganz vorne, wie gesagt, ist die Tür, die ich meinte, die abgeschlossen wird. Und dann bin ich in dem Gang eingesperrt, eigentlich, und komme hier nicht mehr raus. Laut Logik. Oh, hier, ich habe Raum. Hier friere. Irgendwo müsste jetzt hier mein fucking EMF liegen. Irgendwo, nirgendwo. Weise. Die Friertemperatur. Ich verdünnisiere mich mal aus diesem Bereich hier. Jupp. Also, mein Gefrierdings liegt quasi vor seinem Raum. Ja, das ist nur nicht, wenn ich mal ich mein EMF liegen lassen von den beiden. Hier drüben liegt's. Sanity ist ja noch bestens. Es geht ja fast gar nicht besser. Also das mit. Ich habe die ganze Zeit eine Tür nicht abgecheckt. Zweier EMF vor seinem Raum. Der hat das Signal, das Ding runtergeworfen. Nein, Rob ist hier nicht drin. Soweit. Gut, hinten habe ich das eine Ding raus.
Das wäre zu geil gewesen, dass man sich unter dem Treppenaufgang verstecken kann. Warum ist ein Brain? Damit du mal spielen kannst. Das heißt aber, ich war nur unten linke Seite und rechts habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Muss eigentlich auch nochmal durchgehen. Und hinten die ganzen Langgänge hier auch noch nicht. Da wo es nach draußen geht, ist ja auch auf beiden Seiten. Ich war eigentlich primär unten, hab da meine 2 raus. Du warst unten rechts, ja. Ich war unten links. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Ich höre dich einfach. Wo ich vergesse dich jetzt gerne runter zu dem. Sollen wir gehen? Bist du hier? Kann aber auch sein, dass er eh nicht reagiert, weil hier draußen noch Licht an ist. Wenn er da gerade rumläuft. Denn muss das Licht im Flur eigentlich aus. Das ist doof. Das ist immer nur, dass die Lichtschalter, glaube ich, nur am Anfang und am Ende sind. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Soll ich das Licht schon ausmachen oder hier? Schon ausgemacht? Ist aus. Wo bist du? Bist du hier? Wollen wir gehen? Wo bist du? Bist du hier? Ist zumindest nicht anwesend oder hat eh keinen Bock. Bei mir drüben wird einfach geredet. So, Sanity gesamt 72%, weil du bei 58 rumgammelst. Ja, weil ich noch keine Pille gefressen habe, die mache ich gleich. So, deswegen Sticks einmal mit Feuerzeug, dann gehe ich nämlich einmal nochmal in die hinteren Bereiche. Und da habe ich lieber irgendwas zur Rettung dabei. Für den Fall der Fälle. Aber das Objekt haben wir auch noch nicht gefunden. Wobei ist das Objekt nicht jedes Mal in der Kirche gewesen? Doch, ich habe noch kein einziges Mal auf der großen Fanny Meadows gespübelt sitzt. Bin mir damit nämlich nicht ganz sicher, ob das... Ah, hier, doch, es ist immer in der Kirche, genau, immer in diesem Kreuzding hier, nicht Kreuzding. Ah, ich habe also den zweiten Aufgang nach oben wir gefunden. Wir haben die Tarotkarten quasi, aber hier ist so ein Kreis und in dem liegen immer, glaube ich, die Objekte drin. Ja, moin, fliegen. Das heißt, da braucht man auch noch ein Foto von. Aber hier war ich schon drin. Ne? Warte mal, die ganze Stunde im linken Flügel war ich und im linken unteren Bereich war ich. Hier, ich komme mal von links unten wieder hoch. So, und dann geht's hier nach hinten nämlich und da hinten nach hinten. Ich weiß nicht, ob du hier im Jahr schon durch warst. War hier vorne zum Beispiel dieser Außenbereich gewesen? Ich weiß nicht, ob hier jedes Mal die gleichen Karten an den gleichen Stellen liegen. Also kann auch sein, dass die random immer sind. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die random vertauscht sind. Oder sind einfach zu gut versteckt, weil auf dem Boden liegt auch überall Müll rum. Ist da dann auch nicht so einfach alles zu sehen. Also ich blitz alle immer von den Tischen runter.
schon riesig, das Ding. Ja. Und ziemlich linear. Ja. Also bis auf den Mittelbereich. Und hier ist auch eine Kamera drin in dem Raum. Ah, lol. Hier sind ein paar Öfen. Achso, die Krematorium, da war ich gerade vorher dran. Ja, aber das ist... Nee. Hier ist aber eine Küche und hier hinten sind Öfen. Also ist ein anderer Ofen bei. Also weil dieser Raum wird nochmal zwei Nebenräume separat. Also ich höre dich auch steppen, davon abgesehen. Aber ich habe mich nicht so erdrückt. So viele Unterräume. Die bringt noch nicht mal wirklich viel, das Licht anzuschalten, in teilweise, also in manchen Räumen. Hier vorne bist du doch. Du bist doch hier direkt hier in die Ecke bei mir, oder nicht? Ja. Ja. Heißt, ich gehe hier nach vorne. Boah, jetzt sehe ich auch die Küche. Also bist du hier hinten einmal rum? Ja, aber ich bin, glaube ich, irgendwie mal falsch abgebogen. Also ich habe alles 100% mitgenommen. Ich dürfte mal Pillen fressen. Hier sind auf jeden Fall die Karten. Foto. Ist das auch schon erledigt? Jetzt mal wieder 80%igen Average. In der Kirche ist auch eine Kamera. Ja. Vielleicht war der letzte auch der, der bei uns hier angezeigt wurde. Und die unteren beiden, die gibt's gar nicht. Vielleicht gibt's dann auch nur 6. Das steht mir bei dem ersten Ding. Allgemeine Verdummung, blablabla. Ich soll was in Zukunft ändern. Ach, keine Ahnung. Weil, wie gesagt, gibt es ja noch diese Regensache. Muss es geben. Mit Wetter irgendwas. Also sonst hätte es bei mir nicht regnen können. Zufällig. Nach Erfüllung des Wunsches. Hier steht zum Beispiel auch, ich wünsche mir irgendwas. Bist du hier? Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du hier? Oder Raum ist wenigstens noch kalt. Switcht überhaupt bei, wenn es kalt ist, überhaupt Räume? Ja, er switcht auf Anfänger nicht, er switcht bei uns auf Custom nicht. Auf Mittel kann er, glaube ich, wechseln. Also eigentlich wechselt er auf Anfänger nicht nur. Nicht, dass ich wüsste. Da haben wir... Was liegt denn alles eigentlich? Liegt ja eigentlich alles drinne.
Einen einzigen haben wir, glaube ich, irgendwo noch. Fingerabdrücke kann es noch sein. Oh, haben wir noch nicht drin. Ne? Und er kann natürlich aber auch draußen im Flur die ganze Zeit rumlaufen. Wegen DOTS, meine ich. Ja gut, vorher war gerade das Problem mit dem DOTS, da hat er die Tür zugemacht, hast du nichts gesehen. Reagiert auf Einzelpersonen. Erstmal ist hier gerade im Flur, er ist hier gerade in den Nachbarraum reingewatschelt. Oder auch nicht. Hä? Natürlich. Irgendwas hat er. Der hat hier eine Tür angefasst. Hast du ein Feuerzeug dabei? Ja. Nehme ich eine Kerze mit. Muss man halt hier nehmen wir auch irgendwie mal ein Versteck aussuchen. In diesem Bereich hier. Aber die Tür müsste zugehen, wo es hier runter geht. Da gibt es nicht wirklich viel, muss ich sagen. Ah, dahinter. Das geht. Nice. Wir hatten doch eigentlich schon 5 Karten. Ja, der eine hat nicht gezählt. Ich wünsche mir irgendwas. Die liegt auch hier im Flur. Ich hab 5 von wahrscheinlich 8. Oder 6. Wenn die unteren beiden nicht zählen. Weil die viel kleiner sind als die oberen Kästchen irgendwie. Ich denke, dass da nur 6 reinkommen, aber. Ja. Wo ist denn die Karte auf dem Flur? Das war die, die da neben dem einen Tisch da liegt, die du so schwer gesehen hattest auf dem Boden. Direkt im ersten Raum. Die sehe ich immer noch schwer. Ja, deswegen sage ich, dass die schwer zu sehen ist. Ich kann dir das nur wenn gleich zeigen, aber... Hä? Haben wir einen Bewegungsmelder oder was? Ja, brauchen wir. Ja, dann läuft er da gerade durch. Auch auf der Karte sehe ich dich zum Beispiel nur so mal nebenbei, ne? Weil du vorhin sagtest, dass du mich nicht gesehen hast. Hier. Alles klar. Du trotzdem auf den Stuhl. Ich weiß nicht, ob wir sogar noch eine hatten. Oder ob das... Weil irgendwo hatten wir, glaube ich, in irgendeinem Raum auch noch eine gehabt. In einem der ersten Räume. Gib mir ein Zeichen, lieber Geist. Wie heißt du überhaupt? Kenny Cray, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, Kenny Cray. Wir versuchen, dass ich beide DOTS so sehe. Entweder geistert er nämlich da drinnen rum oder im Flur. Er hat auf jeden Fall die Tür berührt. Das war hundertprozentig diese Tür hier, oder nicht? Wenn jetzt schon wieder EMF nichts sagt, dann... Na doch, sagt es. Das heißt aber, wir haben keine Fingerabdrücke.
Ah, doch, haben wir. Doch. So, wir haben also einen Finger und keinen Orb. Denk schon. Fingerabdrücke. Gefrier und keinen Orb. Ne, würde ich sagen, dass wir keinen Orb haben, ja. Da fällt mir Mac auch schon mal raus. Bestien oder Demon? Das heißt Buch oder irgendwas. Ins Buch hat er bis jetzt auch nicht reingeschrieben. Und Box geht auch noch, ne? Das ist ja Mimic, aber Mimic geht ja eigentlich nicht. Ah, oh, dann EMF, wo ist mein EMF? Oh. Toll. Aber da muss es ja eigentlich sein. Seid nur wieder auf Anfänger sowieso die Frage, ob der. Wie schnell auf die Sache reagiert. Oder wie schnell er irgendwas überhaupt macht. Warte mal, wenn wir kein Orb haben, dann kann es auch kein DOTS mehr sein. Das heißt, die sind unnötig. Das ist schon mal eine der Sachen. Dann das Buch. Ja, leg ich mal da hin. EMF ist an. Jetzt hat er hier schon wieder irgendwas angefasst. War das hier drinne? Ne, ist glaube ich, war es ein Raum weiter nach da. Scheinbar auch nicht. Ah, das war es vorhin vielleicht, das Bild. Gib uns ein Zeichen. Fünfer. Ein Gin. Wird das sein? Ein Gin? MF5? Ja. Gin. Das heißt, auf längeren Distanzen macht er dich fertig, wenn man das schon nicht so lange nicht sieht. Ziemlich gut, hier einen Gin zu haben. Oh, merkwürdig, dass hier in dem Raum ist überhaupt kein Echo. Ne, doch. Ne, eben. Egal. In irgendeinem Raum hat eben kein Echo. Okay, dann. Ja, weiß ich nicht. Haben wir alles. Theoretisch. Außer wir wollen noch irgendwelche Fotos machen. Ja, oder weiter nach Dingern suchen. Ja, oder du willst weiter nach Dingern suchen. Ich habe auf jeden Fall schon zwei Karten gezogen. Just for fun. Weiß ja nicht, ob unten doch noch was sein können. Und hier unter der einen Treppe. Achso, da und da kann man sich nicht verstecken, ne. Wenn du schon unten gewesen bist, dann na, denke ich nicht, dass hier noch groß was sein wird. Ja, aber ich hätte mal eher das noch mehr sein, ansonsten. Ja, nicht sonst im Ding ist noch so viel Platz und eine, schätze ich mal. Ja, so viel Platz ist da auch nicht dran, ne? Ja, für drei und davon. Na, ich denke, dass das. Also, ich denke, dass es zwei sind. Eine sind noch. Ich schätze eher, dass drei sind, weil sonst wird. Da ist gerade ein Typen angefasst.
Das eine hat er eh Ja, ich nicht bin eben. gezählt. Weil Oder ich. es zählt erst, wenn alle voll sind. Ich wünsche mir irgendwas so. Und dann ist die Frage mit den Unbeinen, ob die, wie gesagt, überhaupt als vollständig zählen. Weil die Felder einfach viel kleiner sind. Abgesplatter Room hier. Das kann natürlich auch, wenn auch Stunden dauern, dass man hier Schon. alles hat. Ja, siehst du. Er hat, glaube ich, Strom ausgemacht. Ah, hier ist eine Karte gewesen. Na, guck mal da, ne? Ich wünsche mir Wissen. Hat das von mir gezählt? Ja, hat es gezählt. Niemand wird wissen, wo diese Karte liegt. Ja, Wow. sie ist unten. Also ich kann sie gleich mitbringen, aber dann habe ich halt Ich komme schon. kein Ich komme Safe-Stick mehr da. schon. Wo ist ich nur wieder denn? Also aber bei deiner Seite, also runter und dann auf der halt rechten Seite, auf der Wenn ich ab. Ich finde nie den ja, Treppenabgang. der ist, wenn du reingehst, zweite oder nach der, also du gehst rein, hast den ersten Raum, dann hast du den nächsten Raum und gehst da direkt links. Durch eine Tür und dann geht's runter. Ist relativ nah am Anfang. Ah, hier drüben. Dann kannst du noch die Sicherung by the way anmachen, wenn du schon da unten bist gleich. Und hier ist übrigens auch der andere Aufgang wieder. Am Ende. Sicherung ist an. Ja, das ist schon richtig. Ich wünsche mir Wissen. In dem Ding bin ich dreimal vorbeigelaufen. Jetzt ist theoretisch das Ding voll. Theoretisch. Wenn es sechs sind. Ja, ich denke, das werden die sechs sein. Wahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht kommt auch diese eine, die ich gezählt habe, noch rein. Oder ich wünsche mir irgendwas. Zählt einfach eh nicht, weil es einfach irgendwas ist. Also ein random quasi, eine der Sachen, die da drin sind, was Sinn machen würde. Somit hätten wir theoretisch eventuell alle. Theoretisch. Was ist das gut? Was eine Kacke, ey. Nutzt man einmal die Tower Das ist ja. nochmal. What the fuck? So einen Käsekuchen. Was ist das denn so rum? Naja, kann okay, ich das wohl hinbekommen, ne? Tower-Karten. Irgendwie hat es auch keinen Sinn, weiter zu suchen. Wäre viel besser gewesen, hätte ich erst Jetzt raus, jetzt Princess raus. gezogen. Und dann das Sterben gezogen. Warte, was ist der Türzugang? Ja. Geist Hunted. Ui, ui, ui. Na, sag ich ja die Tür zu. Normal muss der Geist hier hinten irgendwo rumwandern. Aha. Da hinten. Als wäre der genau hier gewesen, aber war er scheinbar nicht. Helfen. Ich hätte zwar jetzt kein Ingame geredet, aber ging nicht. Puh, war das gleiche.